Kommissario, ein Mann ist umgebracht worden. Pum. Was heißt das, Pum? Ja, dass er erschossen wurde. Fazio. Eine Pistole macht Peng. Eine Lupara macht Wam. Eine Maschinenpistole macht Ratatatata. Ein Messer macht Pft. Peng war's, Kommissario. Ein einziger Schuss. Ins Gesicht. Bring die Frau da weg. Aber sie ist die Mutter, Kommissario. Sie soll zu Hause heulen. Hier ist sie nur im Weg. Wer hat sie verständigt? Hat sie den Schuss gehört und ist runtergekommen? Sie wohnt via Autonomia Siciliana 12. Anscheinend hat sie jemand benachrichtigt. Und sie war startbereit und hatte ihre schwarzen Klamotten schon an, ja? Sie ist Witwe, Kommissario. Fazio, wieso ist Mimi Augello nicht hier? Er ist unterwegs. Er hat bei Freunden geschlafen, in Fehler. Wir haben ihn über Handy erreicht. In Fehler, dachte Kommissario Salvo Montalbano. Und seine Laune war dahin. Augello würde eine Stunde brauchen, bis er in Vigata war. Und dann der Zustand, in dem er erscheinen würde. Todmüde und fix und fertig. Von wegen Freunde. Bestimmt hat er die Nacht mit einer verbracht, deren Mann sich anderswo die Hörner abwetzte. Das Spiel des Patriarchen. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andrea Camilleri. Erster Teil. Montalbano, mein Teuerster. Dottor Lattes, der Chef des Stabes der Questura, schenkte Montalbano ein breites Lächeln. Wie geht es Ihnen und der Familie? Allen sehr gut, danke, Dottor Lattes. Und Ihre? Alles in Ordnung. Der Madonna sei Dank. Hören Sie, Montalbano, es geht um den Mord, der heute Nacht in Vigata geschehen ist. Signor Cristore hat... Das weiß ich schon. Ich soll den Fall nicht übernehmen, sondern der Chef der Mordkommission. Aber nein, wo denken Sie hin? Ich wollte Sie sprechen, weil Signor Cristore wünscht, dass Sie ihn übernehmen. Montalbano wurde es leicht schwindlig. Noch letzte Woche wurde er eindeutig angewiesen, nur die kleinen Fälle zu bearbeiten. Mord sei eine Sache für Dottor Grebaudo. Sollte sich am Ende herausstellen, dass der ermordete junge Mann der Sohn einer wichtigen Persönlichkeit war, halste man ihm da gewaltige Scherereien auf. Keine heißen Kartoffeln, sondern glühende Kohlen. Warum übernimmt nicht Dottor Grebaudo den Fall? Sie wissen wohl gar nichts. Überhaupt nichts. Nun, Dottor Grebaudo musste letzte Woche nach Beirut zu einer wichtigen Tagung. Wurde er aufgehalten? Nein, aber kaum war er wieder da, hatte er eine furchtbare Diarrhö bekommen. Wir dachten schon, es sei eine Form von Cholera, aber es war dann, der Madonna sei Dank, doch keine. Und Furti, sein Vice? Er war in New York auf dieser Tagung, die Rudolf Giuliani veranstaltet hat. Sie wissen schon, der Bürgermeister der Nulltoleranz. Ist diese Tagung nicht seit zwei Tagen zu Ende? Natürlich, ja, natürlich. Aber sehen Sie, bevor Dottor Foti nach Italien zurückkehrte, ist er in New York ein bisschen spazieren gegangen. Man hat ihm ins Bein geschossen und die Brieftasche gestohlen. Er liegt im Krankenhaus. Der Madonna sei Dank nichts Schlimmes. In seinem Büro wurde Kommissario Montalbano schon von Fazio erwartet. Also, San Filippo Emanuele, beziehungsweise Nene, Sohn des verstorbenen, Gerlando San Filippo und von Pato Natalina. Fazio, leidest du immer noch an deinem Einwohnermeldeamtkomplex? Komm, kurz und bündig. 21 Jahre und 3 Monate alt. Nahm er Drogen? Hat er gedealt? Davon ist nichts bekannt. Hat er gearbeitet? Nein. Er wohnte in der Via Cavour 44 im 3. Stock. Wohnzimmer, 2 Zimmer, Küche und Bad. Er lebte allein. Die Miete waren 400 Euro im Monat. Hat seine Mutter ihm das Geld gegeben? Die? Die ist arm wie die Kirchenmaus. Er hat übrigens 2 Autos. Einen Fiat Punto und in der Garage steht ein Alpha Spider. Verstehen Sie, was ich meine? Ein Nichtstuer. So ist es. Und Sie müssten mal sehen, was der alles in seiner Wohnung hat. Von allem das neueste Modell. Fernseher, Computer, Videogerät, Videokamera, Fax. Ein Haufen Videokassetten, Disketten und CD-ROMs, die übrigens noch überprüft werden müssen. Hatte er was dabei? Die Schlüssel steckten ja schon in der Tür. Es waren 5. 2 von der Via Cavour, Haustür und Wohnungstür. 2 von der Wohnung der Mutter. Der 5. ist einer, von dem man kein Duplikat herstellen kann. Wir wissen nicht, zu welcher Tür er gehört. Danke, dass Sie mich empfangen. Sie sind Kommissario Montalbano, nicht wahr? Ein Mann um die 40 war hereingekommen. Brille, ordentlich gekleidet, Seitenscheitel, Gesicht eines braven Angestellten. Wissen Sie,
Ich wohne in Messina. Ich arbeite im Rathaus. Ich bin verheiratet. Und hier leben meine Eltern. Ich bin ihr einziges Kind. Ich mache mir Sorgen um sie. Warum? Ich rufe sie zweimal in der Woche an. Donnerstags und sonntags. Vorgestern Abend am Sonntag ging keiner ans Telefon. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Wollen Sie eine Vermisstenanzeige erstatten? Ich möchte vorher die Genehmigung, die Tür aufbrechen zu lassen. Wie bitte? Es kann etwas Schlimmes passiert sein. In Ordnung. Gallo? Ja? Begleite den Signor. Was sagten Sie, wo Ihre Eltern wohnen? Ach, ich habe es noch nicht gesagt. In der Via Cavour 44, vierter Stock. Madonna Santa. Mein Gott. Was habe ich denn gesagt? Mama? Papa? Als sie die Wohnungstür der Griffos geöffnet hatten, dehnten Montalbano und Fazio ihre Nasenlöcher so weit wie möglich, um den Geruch wahrzunehmen, der von innen kam. Der Tod fängt nach 2 Tagen an zu stinken. Aber da war nichts. Die Wohnung roch nur nach abgestandener Luft. Es herrschte vollkommene Ordnung. Das Bett war gemacht, die Küche aufgeräumt, kein schmutziges Geschirr in der Spüle. Im Kühlschrank Käse, eine Packung Schinken, Oliven, eine halbe Flasche Wein. Wenn sie weggefahren waren, hatten sie bestimmt vor, bald wiederzukommen. Weiß Mimi, wo wir sind? Ich habe ihm Bescheid gesagt. 5 mal 4 ist 20. 20 minus 2 macht 18. Was? Was murmeln Sie? Das Haus hat 5 Stockwerke und 4 Wohnungen pro Stockwerk. Macht 20 Wohnungen. Minus denen von Nene und den Griffos macht 18. Das heißt schlicht und einfach, dass wir das Vergnügen haben, 18 Familien zu befragen. Und jeder Familie 2 Fragen zu stellen. Was wissen Sie von den Griffos? Was wissen Sie von Nene San Filippo? Hallo. Da endlich tauchte Augello auf. Also, Mimi, was fällt dir eigentlich ein? Weißt du nicht, dass... Ich weiß es. Was weißt du, verdammt nochmal? Was ich wissen muss, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das Problem ist, dass ich mich so seltsam fühle und durcheinander bin. Die Wut des Kommissario verpuffte. Mimi stand mit einem Gesichtsausdruck vor ihm, wie er ihn noch nie gehabt hatte. Nicht das übliche, mir doch scheißegal. Ganz im Gegenteil. Er hatte etwas Resigniertes, Demütiges an sich. Mimi, sagst du mir vielleicht, was los ist? Ich erzähl's dir später. Gut, dann können wir ja arbeiten. Mimi, du machst die Miete vom 1. und 2. Stock. Okay. Fazio, die Miete vom 5. und vom Erdgeschoss. Gut. Ich kümmere mich um den 3. und 4. Kommissario, dieser Nene San Filippo hat mich fertig gemacht. Wohnung, 3. Stock. Signora Bruccio Concetta, verwitwete Lo Mascolo, um die 50, legte gleich los. Kommissario, hören Sie mir bloß auf mit dem. Sie haben ihn umgebracht, den armen Kerl, Friede seiner Seele. Aber er hat mich fertig gemacht. Fertig gemacht hat er mich. Tagsüber war er nie da, aber nachts schon. Und das war die Hölle für mich. Jede zweite Nacht die Hölle. Schauen Sie, Signor Kommissario, mein Schlafzimmer, Wand an Wand mit dem Schlafzimmer von San Filippo. Die Wände in diesem Haus sind aus Papier. Man hört alles, den kleinsten Mucks hört man. Erst haben sie die Musik aufgedreht, dass mir fast das Trommelfell geplatzt ist. Dann haben sie sie ausgemacht. Und dann hat eine andere Musik angefangen. Ein Konzert. Zunke, die Zunke, die Zunke, die zu. Das Bett ist an die Wand gerumpelt und hat so einen Lärm gemacht. Und dann die Nutte, die gerade dran war, hat ha, ha, ha gemacht. Und dann ging's wieder von vorne los mit Zunke, die Zunke, die Zunke, die zu. Und dann habe ich böse Gedanken gehabt. Ich habe einen Rosenkranz gebetet. Oh, 2 Rosenkränze, 3 Rosenkränze. Nein, der hat nichts geholfen. Die Gedanken waren immer noch da. Ich bin noch jung, Kommissario. Der hat mich fertig gemacht. Und die Griffos? Nein, sie von den Griffos weiß ich nichts. Die wollten mit niemand was zu tun haben. Wenn die nicht wollen, warum soll ich dann? Stimmt doch, oder? Mit den Griffos hatte hier im Hause keiner etwas zu tun. Wohnung, 4. Stock. Familie Grucilla. Die jüngere Tochter Samantha, ohne H zwischen dem T und dem A, Mathematiklehrerin, ledig, lebt bei den Eltern, sprach für alle. Also, Kommissario, nur zur Erklärung, wie kratzbürstig die Griffos sind.
Einmal traf ich die Signora, als sie mit ihrem vollen Einkaufsrollwagen und zwei Plastiktüten in jeder Hand unten ins Haus kam. Man muss 3 Stufen bis zum Fahrstuhl raufgehen. Da habe ich sie gefragt, ob ich ihr helfen kann. Und sie hat nur grob Nein gesagt. Und ihr Mann ist auch nicht besser. Und Nene San Filippo? Ein hübscher Junge. Voller Leben und auch sympathisch. Was hat er gemacht? Was er gemacht hat? Er hat das gemacht, was junge Leute in seinem Alter so machen, wenn sie ihre Freiheit haben. Als Montalbano, Augello und Fazio wieder im Büro waren, konnten sie nur feststellen, dass sie alle drei im Leeren gestochert hatten. Kommissario Montalbano gab Sergente Gallo den Auftrag, die Disketten zu untersuchen. Auch die Videokassetten? Die lässt du erst mal liegen. Und er selbst bat seinen Freund Niccolò Zitto, den Journalisten des Fernsehsenders Rete Libera, die Konterfeis der beiden Griffos zu veröffentlichen und nach deren Verbleib zu fragen. Montalbano ging nach Hause, setzte sich auf die Veranda und ließ sich die Pappanozza schmecken, die er sich schon lange gewünscht hatte. Ein einfaches Gericht. Kartoffeln und Zwiebeln werden lange gekocht, mit der Rückseite der Gabel zu Brei zerdrückt und mit reichlich Öl, kräftigem Essig, Salz und Pfeffer angemacht. Vorzugsweise mit einer Blechgabel zu essen, wobei man sich Zunge und Gaumen verbrannte und folglich bei jedem Bissen fluchte. Anschließend nahm er das letzte Buch von Manuel Vázquez Montalbán in die Hand. Er hatte gerade 3 Zeilen gelesen, als das Telefon klingelte. Pronto? Störe ich, Salvo? Überhaupt nicht, Mimi. Hast du gerade zu tun? Nein, warum fragst du? Ich würde gern vorbeikommen und mit dir reden. Dann komm. Hey, Mimi, bist du geflogen? Wir haben doch erst vor einer Sekunde telefoniert. Ich war hier in der Nähe. Ich habe dich mit dem Handy angerufen. Schon seit einer Stunde laufe ich hier durch die Gegend. Oh je. Mimi war ums Haus herumgeschlichen, bevor er sich zu dem Anruf durchgerungen hatte. Ein Zeichen, dass die Lage ernst war. Plötzlich kam Montalbano ein schrecklicher Gedanke. War Mimi vielleicht krank geworden, weil er dauernd irgendwelche billigen Nutten aufsuchte? Wie geht's dir gesundheitlich? Gesundheitlich? Gut. Tust du mir einen Gefallen? Bringst du mir einen Schluck Whisky? Ohne Eis? Mimi, du nervst ganz gewaltig. Verdammt nochmal, du sagst mir jetzt sofort, was los ist. Ich habe beschlossen zu heiraten. Jetzt nehme ich auch einen. Erzähl mir von dem Mädchen. Hast du noch eine Flasche? Na sicher. Nur erzähl. Sie heißt Rachele Zumo. Sie arbeitet in Pavia. Und was macht sie in Pavia? Willst du was zum Lachen haben, Salvo? Hm. Sie ist Polizeiinspektorin. Polizeiinspektorin! Ah, mein Gott. Am nächsten Morgen fühlte Montalbano sich zerschlagen. Zu viel Whisky. Er fuhr in die Via Cavour 44, nahm den Aufzug in den 3. Stock zu Sergente Gallo, der an Nene San Filippos Computer saß. Ich bin fast fertig, Kommissario. Vielleicht noch 2 Stunden. Was hast du gefunden? Einen Haufen Scheiße. Und das heißt? Ich glaube, er schreibt einen Roman. Aber den habe ich noch nicht gelesen. Dann sind da noch Briefe, die er geschrieben hat, die er bekommen hat. Die Originale hat er wohl vernichtet. Geschäftsbriefe? Von wegen Geschäftsbriefe. Eher Liebesbriefe, aber saftige. Und die Disketten? Pornografie. Männer mit Frauen, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, Frauen mit... Schon Tieren. Gut, druck mir das aus. Kommissario... Ich meine den Roman und die Briefe. Ach so. Und bringen Sie mir ins Büro. Im Büro hatte Fazio nichts eiliger, als Kommissario Montalbano auf den neuesten Stand seiner Ermittlungen zu bringen.
Ich habe die Mutter von San Filippo besucht, Kommissario. Die arme Frau hat keine Ahnung, was ihr Sohn gemacht hat. Mit 18 hatte er einen gut bezahlten Job bei einer Computerfirma. Dann hat er plötzlich gekündigt. Sein Charakter habe sich verändert, sagt seine Mutter. Und er ist ausgezogen. Er hatte dann viel Geld, aber seine Mutter ließ er in ausgelatschten Schuhen herumlaufen. Eine Frage, Fazio. Hat man Geld bei ihm gefunden? Allerdings. 1500 Euro in bar und einen Scheck über 1000. Von der Firma Manzo in Montelusa. Wofür hat er die bekommen? Er wartet Computer der Firma, hat man mir gesagt. Nene hat also gearbeitet. Gearbeitet? Mit dem Geld hat er mehr oder weniger die Miete bezahlt. Und den Rest? Wo hatte er den her? Genau. Aber da ist noch was. Es haben sich einige Leute gemeldet auf den Aufruf in Rete Libera hin. Eine Menge Leute haben die Griffos gesehen, und zwar bei einem Busausflug nach Tindari. Organisiert von der Firma Malaspina aus Vigata. Das ist ja wunderbar. Naja, es waren 40 Leute dabei, wenn wir die alle befragen müssen. Und der Fahrer, der soll zuerst kommen. Sergente Gallo hatte in der Zwischenzeit einen Stoß von mindestens 600 Seiten aus Nene San Filippos Computer herausgelassen und Montalbano auf den Tisch gelegt. Kommissario Montalbano dachte an Mimi Ocello, seinen Vize und dessen Affinität zu Liebesdingen, und legte schließlich ihm den ganzen Stapel auf den Tisch. Kommissario? Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Danke. Filippo Tortorici, der Busfahrer auf dem Ausflug nach Tindari, war etwas außer Atem, als er vor den Kommissario trat. Er war ein kleiner Mann, Anfang 50, hager, mit einem kleinen Haarbüschel mitten auf dem ansonsten kahlen Kopf. Er sah aus wie ein Vogel, den Montalbano in einem Dokumentarfilm über Amazonien gesehen hatte. Machen Sie häufig solche Ausflugsfahrten wie diese nach Tindari? In der schönen Jahreszeit mindestens alle 14 Tage. Mal nach Tindari, mal nach Erice, mal nach Syrakus. Sind die Teilnehmer immer dieselben? Ein Dutzend, ja. Die anderen wechseln. Waren die Griffos am Sonntag dabei? Natürlich waren sie dabei. Waren sie immer dabei? Noch nie. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Wieso können Sie dann sagen, die Griffos seien im Bus gewesen? Ja, ich habe eine Namensliste. Also ich muss vor der Abfahrt und der Rückfahrt abzeichnen, wenn ich die Anwesenheit festgestellt habe. Und dazwischen? Was passiert da? Nicht viel, wissen Sie. Die Leute machen nicht die Fahrt, um die Madonna von Tindari zu besuchen, sondern um einen Tag in Gesellschaft zu verbringen. Auf der Fahrt werden sie von jemandem unterhalten, der Sachen verkauft. Decken, Hausrat und so. Aber das Wichtigste ist dann das Mittagessen. Dann machen sie ein Schläfchen im Bus und dann muss wieder was gegessen werden. Wann sind Sie wieder in Vigata gewesen? Normalerweise sollten wir um 10 Uhr abends wieder da sein. Wieso sollten? Ja, weil es am Ende immer später wird. Wissen Sie, Kommissario, das sind alles alte Leute. Na und? Ja, wenn mich ein Fahrgast bittet, an der nächsten Bar oder Tankstelle zu halten, weil er oder sie mal muss, ja, was soll ich denn da machen? Wissen Sie noch, ob jemand Sie letzten Sonntag auf der Rückreise gebeten hat, anzuhalten? 3 Mal. Das letzte Mal, keine halbe Stunde vor Vigata. Ich habe die Leute sogar gefragt, ob sie nicht durchhalten könnten. Wir wären ja bald da. Keine Chance. Und wissen Sie, was dann los ist? Wenn einer aussteigt, steigen alle aus. Alle müssen mal. Und da verliert man einen Haufen Zeit. Sind Sie sicher, dass die Griffos in Vigata angekommen sind? Keine Ahnung. Erinnern Sie sich, wo Sie während der Rückfahrt außerplanmäßig gehalten haben? Ja, das erste Mal auf der Schnellstraße nach Enna. Dann auf der Straße Palermo-Montelusa und das letzte Mal an der Bar Paradiso. Eine halbe Wegstunde von hier. Mimi Ocello besuchte Kommissario Montalbano noch am späteren Abend. Sie setzten sich gemeinsam auf die Veranda. Mimi hatte gerötete Augen. Montalbano dachte einen Augenblick, Mimi habe in einem Anfall von Reue geweint. Was übrigens gerade in war, alle, vom Papst bis zum letzten Mafioso, bereuten irgendwas. Aber weit gefehlt. Ich sehe schon gar nichts mehr vor lauter Lesen. Und ich habe erst die Hälfte von San Filippos Briefen durch. Sind das nur Briefe von ihm? Von wegen. Das ist eine richtige Briefsammlung. Briefe von ihm und Briefe von der Frau, die aber nicht ihren Namen darunter setzt. Wie viele sind es denn? Wie wollt's um die 50. Eine Zeit lang haben sie sich jeden zweiten Tag geschrieben. Sie machten es,
und Beschriebenes. Ich verstehe gar nichts. Ich erklär's dir. Angenommen, am Montag waren sie zusammen im Bett. Am Dienstag schrieben sie sich gegenseitig einen Brief, in dem sie in allen Einzelheiten schilderten, was sie tags zuvor veranstaltet hatten. Aus ihrer und aus seiner Sicht. Am Mittwoch trafen sie sich wieder und am nächsten Tag schrieben sie sich. Das sind total unanständige, schweinische Briefe. Ab und zu bin ich rot geworden. Du, Mimi? Ja. Aber bist du sicher, dass die Briefe echt sind? Sie könnten ja auch eine Erfindung des Jungen sein. Da bin ich absolut sicher. Ihre Briefe beschreiben haargenau mit Details, die uns Männer nicht einfallen würden, was eine Frau bei der Liebe empfindet. Weißt du, sie machen es auf alle Arten. Normal, oral, anal, in allen Stellungen, unter verschiedenen Umständen. Und sie schreibt jedes Mal was Neues. Und was ist mit dem Roman? Naja, ich lese noch den Rest und dann mache ich mich an den Roman. Weißt du, Salvo, ich habe da eine Idee. Vielleicht weiß ich, wer die Frau ist. Und wer? Eine ältere Frau, die sich einen jungen Liebhaber hält und ihm viel Geld zahlt? Die Frau ist nicht alt. Und Geld war nicht im Spiel. Du denkst also an einen gehörnten Ehemann. Warum nicht? Vielleicht hast du ja recht. Nein, Mimi hatte nicht recht. Montalbano roch es, spürte es, dass hinter dem Mord an Nene San Filippo eine große Geschichte stecken musste. Aber warum stimmte er Mimis Hypothese zu? Um ihn bei der Stange zu halten? Ihm zu schmeicheln? Mimi Augello hatte sich verabschiedet und war nach Hause gefahren. So konnte Salvo sich mit dem Buch von Vasquez Montalban ins Bett legen und es endlich noch einmal von vorne zu lesen beginnen, als am Ende der dritten Seite das Telefon klingelte. Pronto? Kommissario, ich bitte um Verzeihung, dass ich Sie so spät noch stören muss, wenn Sie die ersehnte Ruhe in der Familie genießen. Aber ich musste sicher gehen, Sie zu erreichen. Wer spricht denn da? Ich bin Avocato Gutadauro. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Wie sollte er sich nicht erinnern an Gutadauro, den Lieblingsanwalt der Mafiosi, der anlässlich des Mordes an der bildschönen Michela Ligalzi versucht hatte, den damaligen Chef der Mordkommission in die Zwickmühle zu bringen. Jeder Wurm hatte mehr Ehrgefühl als Orazio Gutadauro. Heute Morgen, lieber Kommissario, habe ich meinen alten Freund und Mandanten Don Balduccio Sinagra besucht, den Sie sicherlich, wenn nicht persönlich, so doch vom Namen her kennen. Nicht nur vom Namen, sondern vom Leumund her. Er war Capo einer der beiden Mafia-Familien, die sich um das Territorium der Provinz Montelusa stritten. Das Minimum war ein Toter pro Monat. Er hat nach Ihnen gefragt, ob es Ihnen gesundheitlich gut gehe. Ein leichter Schauer lief dem Kommissario an der Wirbelsäule entlang. Wenn sich Don Balduccio nach dem Gesundheitszustand einer Person erkundigte, begab sich diese Person in 90% der Fälle ein paar Tage später zum Friedhof. Es geht darum, dass er Sie dringend zu sehen wünscht. Kein Problem. Kommt er ins Kommissariat? Wer? Ja, wie wer? Signor Sinagra. Seine Beine, wissen Sie, ob Sie ihm die Liebenswürdigkeit erweisen könnten, zu ihm zu kommen? Nichts dagegen. Natürlich muss ich vorher meine Vorgesetzten darüber informieren. Muss das sein? Don Balduccio dachte eher an eine vertrauliche, sehr vertrauliche Unterredung. Möglicherweise Vorbote wichtiger Entwicklung. Tja. Dann darf ich also ausrichten, dass Sie morgen Abend auf ein Gläschen vorbeischauen werden. Ich danke. Hey? Hallo? Von der Befragung der Rentner, die an dem Busausflug teilgenommen hatten, ließ sich Montalbano am nächsten Morgen von Fazio berichten. Er selber hatte sich wohlweislich verdrückt, weil er ahnte, was ihn da erwartet hätte. Ach, Kommissario, es war furchtbar. Diese Geschichten alle von den Krankheiten der Angehörigen und der Freunde. Jetzt hör auf damit und erzähl, was rausgekommen ist. Also gut. Die Grefos saßen in der letzten Busreihe. Wissen Sie, die Bank mit den 5 Plätzen. Sie wollten mit niemandem reden, waren abweisend und unhöflich.
Als Ihre Namen aufgerufen wurden vor der Rückfahrt, haben Sie sich gemeldet, aber keiner konnte sagen, ob Sie auch in Vigata angekommen sind. Es war dunkel und alle wollten schnell nach Hause. Verdammt, jetzt fällt mir was ein, was der Busfahrer gesagt hat. Ja? Da ist immer einer dabei, der irgendwas verkauft. Fazio, ruf die Busfirma an und frag, ob ein Vertreter mit an Bord war. Ich brauche einen Namen und Telefonnummer. Es war eine Signorina Beatrice Di Leo, wie Fazio schnell herausfand. Und die Signorina war sofort bereit, sich mit dem Kommissario in der Trattoria San Calogero zum Essen zu treffen. Die 8 Männer und 4 Frauen, die zu dieser Zeit in der Trattoria saßen, hielten mit der Gabel auf halber Höhe inne, als die junge Frau hereingekommen war. Eine wirkliche Schönheit, hochgewachsen, blond, schlank, langes Haar, blaue Augen. Sie trug keine Spur von Schminke. Vielleicht sahen die anwesenden Frauen sie deshalb ohne Neid an. Wie sollte man auf eine Jasminblüte auch neidisch sein, dachte Montalbano. Sie bestellten beide das Gleiche, tranken das Gleiche. Fast so, als wären sie verheiratet. Kommissario, ich muss Ihnen etwas gestehen. Wenn ich esse, kann ich nicht reden. Befragen Sie mich also vor dem Risotto oder zwischen den Gängen? Großer Gott, es stimmt also wirklich. Irgendwann im Leben widerfährt einem das Wunder, dass man seiner Zwillingsseele begegnet. Schade, dass sie etwa 25 Jahre jünger war als er, dachte Montalbano. Erzählen Sie, Signorina. Von den beiden Alten? Bitte. Sie waren seltsam. Sie nahmen die unbequemsten Sitze, redeten nicht, waren verschlossen. Ganz anders als alle anderen, die ja eine solche Fahrt machen, um Kontakt zu haben. Ich musste immer wieder zu ihnen hinschauen, als ich meinen Verkauf machte. Sie saßen stocksteif da. Nur er wandte sich manchmal um und sah hinten durch die Heckscheibe. Als fürchtete er, dass irgendein Auto dem Bus folgte. Oder das Gegenteil. Um sich zu vergewissern, dass irgendein Auto dem Bus weiterhin folgte. Kann sein. Sie aßen nicht mit uns in Tindari, sie blieben im Bus sitzen. Auf der Rückfahrt stiegen sie auch zur Kaffeepause nicht aus. Aber dann war es Signor Griffo, der unbedingt an der Bar Paradiso halten wollte. Es war kurz vor der Ankunft in Vigata und der Fahrer wollte die Fahrt fortsetzen. Griffo protestierte. Und da stiegen fast alle aus. Sind Sie wieder eingestiegen? Ich meine die Griffos. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hatte den Walkman auf. Oh, ich wollte nicht stören, Salvo. Du störst doch nicht, Mimi. Komm her. Signorina, darf ich Ihnen meinen Vice vorstellen? Dottor Rogello. Das ist Signorina Beatrice Di Leo, die vergangenen Sonntag zusammen mit den Griffos die Fahrt nach Tindari gemacht hat. Sie hat mir interessante Dinge erzählt. Augello brachte kein Wort heraus und starrte die junge Frau an. Da erschien der Teufel, der Leibhaftige, an Montalbanos Seite. Der Kommissario spürte, wie sein brennend heißer, schwefliger Atem ihm das linke Ohr versengte. Sorg dafür, dass Sie sich besser kennenlernen, befahl der Teufel. Haben Sie noch 5 Minuten Zeit, Signorina? Ich habe den ganzen Nachmittag frei. Und du, Mimi? Hast du schon gegessen? Noch nicht. Mal sehen, dachte Montalbano, wie lange Mimi noch die Idee haben wird, diese Rakele zu heiraten. Sicher, er kam sich ein bisschen gemein vor, aber nicht zu sehr. Zurück im Büro wartete wie immer Fazio auf ihn. Kommissario, also diese Griffos sind schon komische Leute. Ich habe da noch ein bisschen nachgefragt. Erstmal rief Arturo an, der vom Café am Busbahnhof. Er sagte, die Griffos seien an dem Morgen schon eine halbe Stunde vor Abfahrt des Busses da gewesen. Und als der Busfahrer kam, haben sie ihn gefragt, ob sie schon einsteigen dürften. Und dann haben sie sich die unbequemsten Sitze ausgesucht in dem total leeren Bus? So ist es. Und dann habe ich das Unternehmen angerufen und gefragt, wann die Griffos die Reise denn gebucht hätten. Sag mal, willst du Kommissario werden oder was ist das? Also, Kommissario... Ja, ist ja schon gut. Was haben Sie gesagt? Die Griffos hatten vorher noch nie eine solche Fahrt gemacht und sie haben sie auch gar nicht gebucht.
in allerletzter Minute, am Samstagmittag, sei ein proper gekleideter Mann um die 40 erschienen, habe sich als Neffe der Griffos ausgegeben, gebucht und bezahlt. Wieso waren die denn so gut vorbereitet auf deine Fragen? Kommissario, das ist Stadtgespräch. Verzeihung, Kommissario. Haben Sie zufällig was von Mimi Ogello gehört? Da versucht seit Stunden jemand, ihn zu erreichen aus Pavia. Seit Stunden? Ja, seit dem Mittagessen. Sein Handy sei ausgeschaltet. Was soll ich sagen, wenn sie wieder anruft? Das fragst du mich. Während er Gallo antwortete und dabei verärgert tat, frohlockte er innerlich. Gallo zog sich sofort zurück. Fazio, ich muss dir etwas sagen. Ja? Aber zu niemandem ein Wort, verstehst du? Was ist denn? Ich treffe mich jetzt mit Balduccio Sinagra. Soll das ein Witz sein? Kommissario, der ist eine Bestie. Ich weiß. Kommissario, Sie können noch so wütend werden, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Ich finde, Sie dürfen nicht zu diesem Treffen. Signor Balduccio Sinagra ist in diesem Augenblick ein freier Bürger. Ja, es lebe die Freiheit. Der hat es auf 20 Jahre Knast gebracht und hat mindestens 30 Morde auf dem Gewissen. Die wir ihm bisher nicht nachweisen konnten. Ach, Beweise hin oder her. Er ist und bleibt ein Haufen Scheiße. Einverstanden. Aber hast du vergessen, dass es unser Beruf ist, mit Scheiße zu tun zu haben? Ist der Questore informiert? Nein. Und unterstehe dich ihm auch da nur... Da komme ich mit. Du rührst dich hier nicht von der Stelle. Und lass mich nicht erst sagen, dass das ein Befehl ist. Weil ich stinksauer werde, wenn ihr mich zwingt, sowas zu sagen. Der ganze Weg zu Sinagras Haus schien gesichert zu sein. Alle 500 Meter auf der einsamen Asphaltstraße gab es eine Art Rastplatz. Und natürlich fand sich auf jedem Rastplatz jemand, der im Auto mit dem Finger die Tiefen seiner Nase erforschte, dastand und Däumchen drehte oder vorgab, ein Mofa zu reparieren. Wachen. Ein großes Eisentor in einer hohen Umfassungsmauer stand weit offen. Avocato Gutadauro erwartete ihn dort bereits und begleitete ihn auf die Loggia. Hier kommt unser lieber Dottor Montalbano. Sie müssen entschuldigen, wenn ich nicht aufstehe, aber meine Beine tragen mich nicht mehr. Er machte keine Anstalten, dem Kommissario die Hand zu geben. Das da ist Don Saverio Curcilla. Kommissario? Er war und ist auch weiterhin der geistige Vater von Jappi Kino, meinem frommen Enkel, der von niederträchtigen Leuten verleumdet und verfolgt wird. Ein Glück, dass er ein tiefgläubiger Junge ist, der die Verfolgung, die man ihm antut, im Namen des Herrn erduldet. Ich will nicht länger stören. Padre? Sie begleiten mich, Avocato, nicht wahr? Ja, Padre Crucilla. Auf Wiedersehen, Don Balduccio. Wollen Sie etwas trinken, Kommissario? Nein, danke. Darf ich Sie etwas fragen? Wenn ich Ihnen, als Sie eben in die Loggia kamen, die Hand gegeben hätte, hätten Sie sie dann genommen? Nein. Erklären Sie mir, warum nicht? Weil wir beide uns jeweils auf der anderen Seite der Barrikade befinden, Signor Sinagra. Und noch, aber das dauert vielleicht nicht mehr lange, ist der Waffenstillstand nicht ausgerufen. Sie sind bestimmt neugierig zu erfahren, warum ich Sie sehen wollte. Offen gestanden, nein. Was mich als Polizist an Ihnen interessieren könnte, weiß ich bereits. Ich habe alle Unterlagen gelesen, die Sie betreffen. Auch diejenigen, die Sie betrafen, als ich noch gar nicht geboren war. Erklären Sie mir dann, warum Sie gekommen sind. Weil ich mich nicht für so bedeutend halte, dass ich jemandem, der mich sprechen will, diese Bitte abschlage. Recht so. Wenn Sie mir etwas sagen wollen, gut. Ansonsten. Don Balduccio schien zu zögern. Er bog seinen Schildkrötenhals noch weiter zu Montalbano hin, strengte seine vom Star verwässerten Augen an und musterte ihn eindringlich. Als ich jung war, waren meine Augen erschreckend gut. Und jetzt sehe ich immer mehr Nebel, Kommissario. Nebel. Nebel, der immer dichter wird und... Ich rede nicht nur von meinen kranken Augen. Sondern? Ich bin alt. Zu alt. Die Geschichte mit meinem Enkel Jappi Kino reibt mich auf, Kommissario. Ich kann vor Sorgen nicht schlafen. Und schwach auf der Brust ist er auch.
Ich habe zu ihm gesagt, stell dich, dann wirst du wenigstens ärztlich behandelt. Aber Iapecchino ist jung, ist ein Dickschädel, wie alle jungen Leute. Man versteht nicht mehr, was sie denken. Man versteht nicht, was ihnen durch den Kopf geht. Früher sprach man zum Beispiel vernünftig über eine bestimmte, komplizierte Sache, sprach lange. Und jetzt wollen die Leute nicht mehr reden, sie wollen keine Zeit verlieren. Und was tun Sie jetzt? Sie schießen, Dr. Remillo. Sie schießen. Haben Sie das nicht früher auch schon getan? Nicht so. Früher legten Sie mir das Problem dar. Sie erklärten mir, was dafür und was dagegen sprach. Und wenn ich zuerst nicht einverstanden war, dann kamen Sie am nächsten Tag wieder. Wir redeten vernünftig. Wir redeten so lange, bis ich überzeugt war, dass es nur eine Möglichkeit gab, dass ich mich niederknie, wie Sie das wollten, in meinem und in aller Interesse. Mir ist aber bekannt, dass man auch in jenen glücklichen Tagen, von denen Sie erzählen, die Leute, die sich nicht niederknien wollten, zu töten pflegte. Natürlich. Aber einen Mann zu töten, weil er den Gehorsam verweigert hat, wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Es bedeutet eine verlorene Schlacht. Es bedeutet, dass der Mut dieses Mannes ihm keinen anderen Weg gelassen hat. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Doch sehen Sie, Signor Sinagra, ich bin nicht hergekommen, um mir die Geschichte der Mafia von Ihrem Standpunkt aus anzuhören. Und jetzt, wenn Sie gestatten, möchte ich gehen. Entschuldigen Sie. Was ich Ihnen hier sagen wollte, ist Folgendes. Auch wenn wir riesengroße Fehler gemacht haben, haben wir doch immer gewusst, dass es eine Linie gab, die nicht übertreten werden durfte. Niemals. Denn wenn man diese Linie übertritt, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen einem Menschen und einem Tier. Ich verstehe. Haben Sie wirklich verstanden? Wirklich? Alles, beides? Ja. Was ich Ihnen sagen wollte, habe ich also gesagt. Wenn Sie gehen wollen, dann tun Sie es. Buonasera. Die zwei Stücke Thunfisch mit süß-saurem Zwiebelgemüse, die ihm Adelina in den Kühlschrank gestellt hatte, verzehrte er mit Genuss. Setzte sich dann auf seine Terrasse und ließ sich das Gespräch mit Don Balduccio Wort für Wort und Schweigen für Schweigen durch den Kopf gehen. Er wollte sicher gehen, dass er die beiden Botschaften, die ihm der Alte übermittelt hatte, wirklich verstanden hatte, bevor er etwas unternahm. Als das Telefon klingelte, nahm Montalbano nicht ab. Er hatte das unbestimmte Gefühl, dass es am anderen Ende der Leitung Livia sein würde, die ihn sprechen wollte. Im Moment hatte er keine Lust, seiner Freundin zu erklären, dass er keine Zeit für sie hatte. Sie würde es ja auch so mitbekommen. Am nächsten Morgen kam er 10 Minuten zu spät ins Kommissariat. Herr Kommissario, Nino Gelo hat angerufen. Er sagt, er werde gegen 10 kommen. Hat sich diese Frau aus Pavia wieder gemeldet? Allerdings. Noch 3-mal. Fazio stand hüpfend vor ihm, als müsse er dringend pinkeln. Aber er musste nicht pinkeln. Es war die pure Neugier. Mach die Tür zu. Wie war's? Kennst du einen Pfarrer namens Saverio Crucilla? Schon gehört, ja. Aber er lebt nicht hier, ich glaube in Montreal. Versuch alles über ihn herauszufinden. Wo er wohnt, was seine Gewohnheiten sind, wann er in der Kirche ist, mit wem er verkehrt. Informier dich gut. Wenn du das alles gemacht hast, und du musst das noch heute machen... Komme ich und berichte Ihnen. Falsch. Du fängst an, ihn zu beobachten, und zwar diskret. Lassen Sie mich nur machen. Er wird mich nicht sehen. Wieder falsch. Der Padre muss merken, dass du ihn beobachtest. Das habe ich noch nie erlebt, Fazio. Crucilla erwartet es, beschattet zu werden. Warum denn das? Weil er uns an einen bestimmten Ort führen muss. Doch er ist gezwungen, es so zu tun, als würde es ohne sein Wissen geschehen. Theater, verstehst du, was ich meine? Ich fange an zu begreifen. Und wer ist an diesem Ort, zu dem uns der Pfarrer führen will? Iapecchino Sinagra. Ach du Scheiße. Die halbe Welt sucht ihn. Antimafia, Mordkommission, Zielfahndung, V-Leute. Wie haben Sie das rausgekriegt? Er hat es mir gesagt. Das heißt, er hat es mir zu verstehen gegeben. Padre Crucilla? Nein, Balduccio Sinagra. Sein Großvater?
Kommissar, ich habe schon zu lange mit Ihnen zu tun, um nicht zu wissen, dass Sie mir nur die halbe Wahrheit erzählen. Was willst du damit sagen? Don Balduccio hat Ihnen sicher noch was anderes gesagt. Darf ich es wissen? Natürlich. Er hat gesagt, dass Sie es nicht waren. Und er hat mir versichert, dass es auch die Cufaros nicht waren. Die Schuldigen sind also die Neuen. Schuld woran? Das ist es ja eben. Ich weiß nicht, was zum Teufel er gemeint hat. Pronto? Salvo, ich glaube, du solltest mal vorbeikommen. Ach, du bist wieder aufgetaucht, Mimi. Das ist ja schön. Und warum kommst du nicht hier vorbei? Hör schon auf. In der Contrada Fava hat es gebrannt. Bist du jetzt bei der Feuerwehr? Verdammt, du kommst jetzt her. Der Brand ist vorsätzlich gelegt worden. Und unsere Leute haben zwei Leichen gefunden. Zwei alte Leute, ein Mann und eine Frau. Sind sie bei dem Brand umgekommen? Nein, das Feuer wurde schnell gelöscht. Aber es sieht so aus, als wären sie vorher getötet worden. Sie lagen mit dem Gesicht nach unten. Man hatte sie mit einem Schuss in den Nacken getötet, nachdem man ihnen befohlen hatte, sich in einer Art fensterloser Kammer hinzuknien. War diese grausame Hinrichtung die Linie, von der Balduccio Sinagra gesprochen hatte und die nicht übertreten werden durfte? Der brutale Mord an zwei alten, schutzlosen Leuten? Quatsch. Das konnte nicht die Grenze sein. Da hatte die Mafia schon andere Sachen gemacht. Sie hatten Alte und Kinder gefoltert. Sie hatten sogar einen 10-jährigen Jungen, der einfach nur in der falschen Familie geboren war, erdrosselt und in Säure aufgelöst. Das Grauen, im Augenblick unsichtbar, lag daher jenseits der Linie. Alles in Ordnung, Salvo? Es sind die Griffos, nicht wahr? Ja. Da sah er die Hände der beiden Toten. Sie hatten sich bei den Händen gehalten, als sie starben. In der Angst hatten sie sich gesucht, sich gefunden, einander Trost geschenkt, wie sie es im Lauf ihres Lebens sicher schon oft getan hatten. Mitleid und Erbarmen versetzten ihm je zwei Fausthiebe auf die Brust, dass er schwankte. Mit dir stimmt doch was nicht, Salvo. Ich fühle mich schuldig. Hä? Schuldig? Ja. Ich habe diese Geschichte mit den beiden alten Leuten von Anfang an auf die leichte Schulter genommen. Die waren doch schon Sonntag tot. Und wir haben alles getan, was es zu tun gab. Das stimmt. Aber ich habe es ohne Überzeugung getan. Salvo Montalbano musste sich reinwaschen. Er fuhr nach Hause, zog sich aus und rannte zum Meer. Er atmete tief durch, sog den Geruch des Salzes und der Algen ein, stürzte sich in das Meer und ließ sich eine halbe Stunde lang treiben. Erst dann war er wieder in der Lage, seinen Job zu tun. Zurück im Büro suchte er als erstes nach Mimi Augello. Mimi? Ja, Salvo? Hast du schon gegessen? Beba hat mir ein Panino gemacht. Beba? Du hast sie mir vorgestellt. Beatrice. Ah. Er nannte sie schon Beba. Die Dinge entwickelten sich also günstig. Aber warum machte Mimi dann ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter? Hast du noch Kontakt zu dieser Schwedin? Wie heißt sie nochmal? Ingrid? Ingrid? Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Warum fragst du? Können wir ihr vertrauen? Vertrauen? Ist sie diskret? Auch wenn es sich um einen dicken Hund handelt. Na, du komm schon. Ich kann mich für ihre Diskretion verbürgen. Ich habe heute Nacht kein Auge zugetan. Diese Briefe von Nene, besonders einer. Was stand in diesem Brief? Naja, er ist stinksauer, weil sie sich rasiert hat. Ja, alle Frauen rasieren sich die Achseln. Überall rasiert, verstehst du? Ich glaube jetzt zu wissen, wer die Geliebte von Nene San Filippo war. So wie die ihren Körper beschreibt, winzige Details, ist das besser als eine Fotografie. Ich bin sicher, ich bin ihr schon mal begegnet. Eine eindeutige Identifizierung wäre ein Klacks. Ja, wie? Soll ich jetzt zu der Signora gehen und sagen, ziehen Sie mal bitte kurz Ihre Unterhose runter? Deshalb habe ich auch an Ingrid gedacht. Wenn die Frau die ist, die ich meine, dann habe ich sie in Montelusa ein paar Mal in Begleitung der Schwedin gesehen. Das ist ein bisschen problematisch. Ich traue Ingrid nicht zu, dass sie eine Freundin verrät. Aber ich will es versuchen. Da ist noch was, worüber ich mit dir reden wollte.
Gestern nach dem Essen hat Beber mich noch zu sich nach Hause eingeladen. Moment mal. Bist du nicht verlobt mit einer gewissen Rakele? Nein, nein, nicht, was du denkst. Beber ist ein liebes Mädchen, sehr anständig. Irgendwann hat sie sich umgezogen. Aha. Ich war allein und habe seine Zeitschrift in die Hand genommen. Es fiel ein Foto heraus. Interessant. Warte ab. Es zeigte das Innere des Busses mit den Fahrgästen, die auf ihren Plätzen saßen. Im Hintergrund war Beba mit einer Pfanne in der Hand von hinten. Warum erzählst du mir das? Mir ist eine Idee gekommen. Wenn auf diesen Fahrten Fotos gemacht werden, dann gibt es möglicherweise auch Fotos von der Fahrt nach Tindari, an der die Griffos teilgenommen haben. Wenn wir an diese Fotos kommen, finden wir vielleicht etwas darauf. Montalbano rief sofort bei dem Busfahrer Tortorici an und erkundigte sich, ob regelmäßig solche Erinnerungsfotos gemacht wurden. Und er wurde fündig. Es war Tortorici selbst, der die Fotos machte und sich so eine kleine Nebeneinnahme verschaffte. Er versprach, die Negative noch am Abend vorbeizubringen. Man konnte nicht leugnen, dass Augello wirklich eine geniale Idee gehabt hatte. Und bestimmt erwartete er ein Wort des Lobes, das aber nicht kam. Mimi, hast du den Roman gelesen? Welchen Roman? Den Roman von San Filippo. Nein, den habe ich noch nicht gelesen. Bevor ich den lese, will ich wissen, ob ich recht habe mit der Geliebten von San Filippo. Hier ist Salvo, Montalbano. Salvo, wie schön, dich zu hören. Ingrid, es tut mir furchtbar leid, aber ich brauche deine Hilfe. Ich fall dir wohl immer nur ein, wenn du was von mir brauchst. Oh, komm, Ingrid, es ist etwas Ernstes. Was gibt es denn? Können wir morgen zusammen zu Abend essen? Mhm. Wo treffen wir uns? Wie immer, in der Bar in Marinella. Um 8, wenn dir das nicht zu früh ist. Gut, weil du es bist. Morgen um 8. Ciao. Ciao. Als er auflegte, fühlte er sich unglücklich und verlegen. Mimi hatte ihn in eine scheußliche Situation gebracht. Mit welchem Gesichtsausdruck, mit welchen Worten sollte er Ingrid nach einer möglichen rasierten Freundin fragen? Er sah sich schon, wie er rot und schwitzend unverständliches Zeug stammelte und die Schwedin sich immer mehr amüsierte. Und plötzlich war er wie gelähmt. Wenn Nene San Filippo seine erotische Briefsammlung in den Computer übertragen hatte, war es dann nicht auch möglich, dass er Fotos... Geschafft, Kommissario. Auf Anhieb. Was denn, Fazio? Was hast du geschafft? Pater Crucilla ist ein schlauer Pfarrer. Verdammt, dem ist es zuzutrauen, dass er, während er die heilige Messe liest, mit einem kleinen Rückspiegel schaut, was seine Pfarrkinder in der Kirche so alles treiben. Was hat er mit dir getrieben? Er hat mich zur Beichte bestellt. Dann bin ich rein und er hat zu mir gesagt, du musst dem Kommissario sagen, er soll sich bereithalten, weil es morgen bei Einbruch der Dunkelheit losgehen soll. Dann sagt er noch, jetzt stehst du auf, bekreuzigst dich, setzt dich wieder an deinen Platz und betest 5 Ave Maria und 3 Vater Unser. Bekreuzigst dich nochmal und dann gehst du. Und was hast du gemacht? Na, was schon? Ich hab gebetet. 5 Ave Maria und 3 Vater Unser. Das Spiel des Patriarchen. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andrea Camilleri. Aus dem Italienischen von Christiane von Bechtolzheim. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Es sprachen Kommissario Salvo Montalbano, Gerd Warmeling. Erzähler Horst Mendroch. Augello Max Volkert Martens. Fazio Andreas Pietschmann. Don Balduccio Sinagra Charles Wirtz. Sowie in weiteren Rollen Christine Davis, Hubertus Gerzen, Matthias Hase, Achim Hall, Horst Hildebrandt, Beate Jensen, Stella Prischlin, Frank Stöckle, Bertolt Tötzke und Irina Wanka. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik
Henrik Albrecht, Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Matthias Spranger. Das Spiel des Patriarchen. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andrea Camilleri. Zweiter Teil. Ein Mann ist umgebracht worden. Pum. Was heißt das, Pum? Dass er erschossen wurde. Nein, Fazio. Eine Pistole macht Peng. Eine Lupara macht Wam. Eine Maschinenpistole macht Ratatatata. Ein Messer macht Pft. Peng war es, Kommissario. Ein einziger Schuss. Ins Gesicht. Und wer? Nene Sanfilippo, 21 Jahre. Ohne Beruf, aber mit zwei Autos und der neuesten Elektronik zu Hause. Ein Nichtstuer. So ist es. Der Nichtstuer wohnte in der Via Cavour 44 in einem Mehrfamilienhaus. Die Mitbewohner kannten ihn nicht. Oder so gut, dass sie schöne Geschichten zu erzählen hatten. Tagsüber war er nie da, aber nachts schon. Und das war die Hölle für mich. Jede zweite Nacht die Hölle. Die Wände in diesem Hause sind aus Papier. Man hört alles. Erst haben sie Musik aufgedreht, dass mir fast das Trommelfell geplatzt ist. Dann haben sie ausgemacht. Und dann hat eine andere Musik angefangen. Ein Konzert. Zunge, die Zunge, die Zunge, die Zunge, die Zunge. Das Bett ist an die Wand gerumpelt und hat so einen Lärm gemacht. Und dann die Nutte, die gerade dran war, hat ha, ha, ha gemacht. Und dann habe ich böse Gedanken gehabt. Ich habe einen Rosenkranz gebetet. Oh, zwei Rosenkränze, drei Rosenkränze. Es hat nichts geholfen. Die Gedanken waren immer noch da. Im gleichen Haus war außerdem ein älteres Ehepaar verschwunden. Sie hatten mit dem Bus einen Ausflug gemacht zur Madonna von Tindari und waren nicht mehr in ihre Wohnung zurückgekehrt. Dann nach Tagen hatte man sie gefunden, tot. Beide von hinten erschossen. Einen Zusammenhang zwischen den Morden an dem Jungen und dem Ehepaar sahen Kommissario Salvo Montalbano und sein Stellvertreter Mimi Aucello zuerst nicht. Doch dann wünschte Don Balduccio Sinagra, den Kommissario zu sehen. Er hatte ihm zwei verschlüsselte Nachrichten mitzuteilen, nämlich, dass sein Clan nichts mit irgendeiner schmutzigen Sache zu tun hätte, in die sein Enkel offenbar verwickelt sei, und dass er bereit sei, seinen Enkel der Polizei auszuliefern. Wie das vonstatten gehen würde, sollte ihnen Padre Crucilla auf eine ganz bestimmte Weise mitteilen. Also, was hat er dir gesagt? Crucilla hat mich zur Beichte bestellt. Da bin ich rein und er hat zu mir gesagt, du musst dem Kommissario sagen, dass er sich bereithalten soll, weil es morgen bei Einbruch der Dunkelheit losgehen soll. Dann sagte er noch, jetzt stehst du auf, bekreuzigst dich, setzt dich wieder an deinen Platz und betest 5 Ave Maria und 3 Vater Unser. Bekreuzigst dich nochmal und gehst. Ja und? Was hast du gemacht? Was schon? Ich habe gebetet. 5 Ave Maria und 3 Vater Unser. Montalbano verabredete mit Fazio, Augello und Gallo, dass sie am nächsten Abend bereitstehen sollten, um dem geistlichen Beistand des Mafioso zu dessen Enkel zu folgen. Ich habe noch was zu erledigen. Ihr könnt mich später zu Hause erreichen, falls noch was ist. In San Filippos Wohnung angekommen, sichtete Montalbano zuerst das Material. Disketten, CD-ROMs, CDs. Dann 30 Videokassetten. 15 hatten unmissverständliche Titel und stammten aus einem Sexshop. 10 waren Originalkassetten, allesamt amerikanische Schinken. 5 hatte Nene selbst aufgenommen und mit verschiedenen Frauennamen betitelt. Laura, René, Paola, Julia, Samantha. Er schaute sich den Film mit René an. Das Szenenbild bestand aus dem Doppelbett, auf dem Montalbano lag. Die Kamera stand noch auf der Kommode gegenüber. René war etwa 20. Sehr groß und sehr mager, mit riesigen Brüsten und alles andere als rasiert. Er hatte keine Lust, sich die ganze Kassette anzuschauen. Deshalb kam ihm in den Sinn, mit der Fernbedienung vorzuspulen und dann von Zeit zu stoppen. Es kam ihm nur in den Sinn, denn kaum sah er, wie Nene in sein Schäfchen René eindrang,
fuhr ihm unwiderstehliche Müdigkeit wie ein Schlag in den Nacken, ließ ihn die Augen schließen und zwang ihn gnadenlos in Tiefschlaf. Sein letzter Gedanke war, dass es kein besseres Schlafmittel gab als Pornografie. Oh, Salvo, was machst du denn hier? Mimi. Und Albano war entsetzt. Als erstes sah er Mimi Augello in korrekter Schießhaltung, Beine angewinkelt, Hintern etwas zurück, Arme ausgestreckt, beide Hände am Pistolengriff. Hinter ihm stand Signora Bojo Concetta und wieder dahinter eine Menschenmenge. Maria, Maria, ich bin wahnsinnig erschrocken. Gerade erst war ich eingenickt, als ich plötzlich wieder dieses Konzert zu hören glaubte, als ob der Tote noch lebte. Die Nutte, die A-A-A gemacht hatte. Und er, der wie ein Schwein gemacht hat. Genau, ganz genau wie sonst auch. Wie bitte ist da etwa ein Gespenst in seine Wohnung gegangen und hat eine Nutte mitgebracht und fängt mit Verlaub an zu ficken, als wäre er lebendig? Zu Stein erstarrt bin ich, zu Tode erschrocken bin ich. Da habe ich die Polizei angerufen. Alles hätte ich mir vorstellen können, aber nicht, dass es sich um diesen Herrn und Kommissario handelt, der ausgerechnet hierher kommt und macht, was ihm passt. Alles hätte ich mir vorstellen Schluss können. Schluss jetzt, gehen Sie schlafen. Weitergehen, es gibt nichts zu sehen. Scheiße, was fällt dir eigentlich ein, eine Frau hier mit reinzunehmen? Hol sie her, wir müssen schauen, wie wir sie aus dem Haus hier rauskriegen, ohne dass es nochmal einen Volksaufstand gibt. Oh. Hey! Hat sie sich im Bad versteckt? Mimi, bitte. Da. Da ist sie. Die Frau. Ach, warum habe ich bloß nicht vorher dran gedacht? Das ist vom Video. Mimi, die Wahrheit ist, dass wir, ich ebenso wie du, den Tod von San Filippo und den beiden Alten einfach hingenommen haben, ohne uns zu engagieren. Damit ist jetzt Schluss. Wir fangen neu an. Hast du dich jemals gefragt, warum San Filippo den Briefwechsel mit seiner Geliebten in den Computer übertragen hat? Nein. Aber wo er doch mit Computern zu tun hatte... Hast du jemals Liebesbriefe bekommen? Natürlich. Und was hast du mit ihnen gemacht? Manche habe ich aufgehoben, andere nicht. Und warum? Weil es Wichtige gab, die... Halt. Du hast wichtig gesagt. Wenn du dir einen solchen Brief angesehen hast, konntest du dir die Person, die ihn geschrieben hat, leicht vergegenwärtigen. Stimmt. Ein Brief im Computer ist mit Sicherheit kein Beweismittel. Du kannst ja noch nicht mal ein Schriftgutachten anfertigen lassen. Aber eine Kopie ist immer noch besser als gar nichts. Verstehe ich nicht. Angenommen, San Filippos Liebschaft ist eine gefährliche Liebschaft. Was meinst du denn damit? Eine in dem Sinn, dass sie, wenn sie entdeckt wird, böse enden kann. Mit Mord und Totschlag. Mhm. Ich bin überzeugt, San Filippo hat die Gefahr unterschätzt, die diese Beziehung mit sich brachte. Außerdem habe ich den Eindruck, nur den Eindruck wohlgemerkt, dass es sich nicht nur um einen gehörnten Ehemann handelt, der sich gerecht hat. Ach. Da steckt mehr dahinter. Und was? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir gedacht, wenn San Filippo schon auf die Assoziationen verzichtet, die ein handgeschriebener Brief wecken kann, ist es dann möglich, dass er von seiner Geliebten nicht mal ein Foto, ein Bild hat? Hm. Und da sind mir die Videokassetten eingefallen, die hier verwahrt sind. Und du bist gekommen, um sie dir anzusehen? Ja, aber ich habe vergessen, dass ich sofort einschlafe, wenn ich mir ein Porno ansehe. Aber jetzt bist du dran. Was heißt das? Schau dir diese amerikanischen Schinken an. Es könnte sein, dass er Aufnahmen von seiner Liebsten in diesen Filmen versteckt hat. Oh. Wappne dich mit Geduld. Aber schau dir alles an, von vorne bis hinten. Wieso ich? Weil du ja eine Idee hast, wer die Frau sein könnte. Du bist der Einzige, der sie erkennen kann. Wenn du sie auf einem dieser Bänder findest, und das tust du bestimmt, dann ruf mich an. Jederzeit. Als Montalbano die Treppe hinunterging, hörte er in den verschiedenen Stockwerken, wie leise Türen geöffnet wurden. Die Mieter der Via Cavour 44 waren wach geblieben, um auf den Abzug der feurigen Frau zu warten, die mit dem Kommissario gevögelt hatte. Da konnten sie die ganze Nacht warten. Amüsiert fuhr der Kommissario nach Hause. Schon durch die Haustür hörte Montalbano das schrille Schellen des Telefons. Livia, durchzuckte es ihn,
Doch statt abzuheben, zog er den Stecker aus der Wand. Seine Freundin hatte jetzt schon so lange auf ihn gewartet, dass sie es auch noch aushalten würde, bis er diesen Fall abgeschlossen hätte. Er schlief in dieser Nacht überhaupt nicht. Er wälzte sich knapp 3 Stunden wie eine Mumie ins Laken gewickelt im Bett hin und her. Dann stand er auf und war schon um 6 Uhr im Büro. Pronto? Kommissario? Ja. Sie sind schon im Büro? Nun komm schon, Fazio. Hast du wieder gebeichtet? Sì, Kommissario. Er hat mir wieder die Buße auferlegt, wie gehabt. 5 Ave Maria und 3 Vater Unser. Habt ihr was ausgemacht? Ja. Die Sache ist bestätigt. Wir machen es nicht am Telefon. Sei um 11 im Büro. Kommissario, ich habe hier ein paar Fotos von der Busfahrt. Der Fahrer hat sie gestern Abend vorbeigebracht. Schauen Sie mal. Da sind die Griffos. Mein Gott, macht die Frau ein Gesicht. Hier, nehmen Sie mal das Vergrößerungsglas. Sehen Sie hinter den Griffos? Ein Punto. Ja. Das ist ein Punto, wie San Filippo einfährt. Und die Nummer? Na, die kann man nicht entziffern. Aber du kannst dich drum kümmern, nicht wahr? Aber sicher, Kommissario. Pronto. Mimi, hast du was gefunden? Wenn ich was gefunden hätte, hätte ich dich angerufen, oder? Hör zu, Mimi. Wir haben heute Abend etwas Wichtiges zu tun. Und da dachte ich, dass du besser aufhörst und dich noch hinlegst. In Ordnung? In Ordnung. Ich hätte nämlich vor lauter Kassetten gucken gute Lust, ins Kloster zu gehen. Wir machen Folgendes. Ich sehe mir noch 2 Filme an, dann fahre ich nach Hause. Um 3 im Büro, ja? Gut. Ich lege mich auch noch mal hin. Salvo hatte keine halbe Stunde geschlafen, als Mimi Augello an seiner Tür klingelte. Och, ich dachte, wir sehen uns um 3 in der Questura. Ein breites Grinsen auf dem Gesicht stand er da und wedelte mit einer Videokassette vor Montalbanos Nase herum. Hast du schon mal Getaway gesehen? Ja, hab ich. Und, hat er dir gefallen? Ganz gut. Die Version hier ist besser. Na, dann mach's dir bequem. Ich setze einen Kaffee an. Augello hätte einen Schluck Kaffee gut vertragen können, aber er hatte es zu eilig, Montalbano seine Entdeckung zu zeigen. Hier, schau dir das an. Ist das nicht wie ein Gemälde? Ist das die Frau, an die du beim Lesen der Briefe gedacht hast? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, du hättest sie ein paar Mal flüchtig gesehen und immer bekleidet. Weißt du, er malt sie in seinen Briefen. Zum Beispiel schreibt er von der mangelnden Proportion der Länge der Beine zu der des Oberkörpers, der im Verhältnis etwas weniger kurz sein müsste als er ist. Mach mal den Ton laut, sie hat was gesagt. Ja. Ja, es gab einen Ton. Aber die Frau hatte nur Ja gesagt. Die Kamera glitt zum Hals der Frau und streichelte ihn wie eine zärtliche Hand. Das ist das Meer. Was? Das andauernde rhythmische Geräusch, das man hört. Das ist das Rauschen des Meeres bei hohem Seegang. Das Haus, in dem sie filmen, liegt am Meer. Dann weiß ich, wo sie diese Szene gedreht haben. Mimi, würdest du mir die Dame jetzt endlich vorstellen? Mit Vergnügen. Sie heißt Vania Titulescu. Ist 31 Jahre alt und Rumänin. Flüchtling? Oh nein, ihr Vater war in Rumänien Gesundheitsminister. Vania selbst ist Ärztin, praktiziert aber hier nicht. Aber sie hat hier geheiratet. Wann? Vor 5 Jahren. Sagst du mir auch, wer der Ehemann ist? Oder willst du mir die Geschichte in Fortsetzung erzählen? Professor Dr. Eugenio Ignazio Ingro, der Magier der Transplantation. Eigene Klinik in Montelusa, in der ganzen Welt gefragt. Entschuldige, Mimi, aber hast du diese ganzen Informationen heute Morgen gesammelt, nachdem du das Band gesehen hattest? Nein, das habe ich vorher gemacht. Das Band war nur eine Bestätigung. Und was weißt du sonst noch? Dass sie eine Villa am Strand haben, in der bestimmt dieses Video gedreht wurde. Was ist mit dem Mann? Ist er eifersüchtig? Könnte er den Jungen umgebracht haben? Nicht sehr eifersüchtig. Aber ich denke, er könnte es gewesen sein. Oder besser, jemanden beauftragt haben. Weißt du, es gibt da was. Er ist süchtig. Süchtig nach Gemälden. Es heißt, in den unterirdischen Tresoren vieler Banken lägen Bilder, die ihm gehören und sehr wertvoll sind. An dem Bild, das ihm gefällt, kann er nicht widerstehen. Er würde sogar seine Frau Vania gegen ein Bild tauschen. Wenn ich recht verstehe, war der Mörder von San Filippo deiner Meinung nach von dem Dottore beauftragt. Von wem denn sonst? Der Kommissario dachte an die Fotografie aus dem Ausflüglerbus, der von einem Punto verfolgt wurde.
Aber dann wollte er lieber abwarten, ob auch die Autonummer diejenige von Nene San Filippo war. Und, sagst du mir jetzt, was wir heute Abend zu tun haben? Heute Abend? Ach, nichts Besonderes. Wir schnappen uns Iapichino, den geliebten Enkel von Balduccio Sinagra. Den Flüchtigen? Genau den. Weißt du denn, wo er sich versteckt hält? Noch nicht, aber ein Padre wird es uns sagen. Ein Padre? Was ist denn das für eine Scheißgeschichte? Du erzählst sie mir jetzt von Anfang an, ohne etwas auszulassen. Montalbano erzählte ihm alles. Wie ihn Avocato Gutadauro zu Balduccio Sinagra gerufen hatte, wie er ihm einen verdeckten Tipp gegeben hatte und so weiter und so fort. Er war gerade mit der Geschichte zu Ende, als das Telefon klingelte. Montalbano hier? Kommissario, gibt es... Signor Grifo? Ja, Entschuldigung. Gibt es etwas Neues, Kommissario? Nein, noch nicht. Wissen Sie was? Es ist nicht der Wunsch nach Rache, warum ich sehnsüchtig darauf warte, dass Sie die Mörder fassen. Ich möchte nur verstehen, warum Sie es getan haben. Warum haben Sie es getan? Um Papas Brieftasche oder Mamas Handtäschchen zu rauben? Sicherlich nicht. Also, ich wollte Sie um die Erlaubnis bitten, in die Wohnung zu gehen. Ich wollte eine Bestandsaufnahme machen. Die Wohnung gehört Ihren Eltern, nicht wahr? Ja, ich werde sie verkaufen. Hatten Ihre Eltern weiteres Eigentum? Nichts. Gar nichts, soviel ich weiß. Sie lebten von ihren Renten. Papa hat ein Postsparbuch, auf das er seine Rente und die von Mama überweisen ließ. Aber am Monatsende blieb immer sehr wenig übrig, um etwas auf die hohe Kante zu legen. Ich kann mich nicht erinnern, das Sparbuch gesehen zu haben. War es nicht da? Nein. Komisch. Was fangen die mit einem Postsparbuch an, das sie nicht verwerten können? Es ist ein nutzloses Stück Papier. Er hatte es Grifo nicht sagen wollen, aber es gab einen Grund, und zwar einen handfesten, das Sparbuch verschwinden zu lassen. Es sollte nicht bekannt werden, auf welchen Betrag sich die Sparbucheinlage belief. Mutmaßung natürlich. Aber Montalbano beschaffte sich zur Sicherheit die Erlaubnis des Staatsanwalts Tomaseo, Einsicht nehmen zu können in dieses famose Buch. Und eilte im wahrsten Sinne des Wortes postwendend zum Direktor der Bank. Herein. Buongiorno. Mein Name ist Kommissario Montalbano. Hat Staatsanwalt Tomaseo Sie angerufen? Ja, aber ein Anruf ist ein Anruf. Verstehen Sie mich? Natürlich verstehe ich Sie, Signor Morasco. Für mich zum Beispiel ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Wie ich sehe, sind wir einer Meinung. Ich glaube nicht. Haben Sie einen Ausweis dabei? Der Direktor der Post war ein Zwerg, der König Emanuele Selig ähnelte, mit einem unglaublich wichtigen Ausdruck in seinem Gesicht. Penibel prüfte er den Ausweis des Kommissario. Ich habe eine Erklärung vorbereitet, die Sie unterschreiben werden und in der steht, dass Sie mich aus jeglicher Verantwortung entlassen. Ich würde Sie gern entlassen. Danke. Hier ist die Aufstellung. Ah, das Guthaben ist aber beträchtlich. Können Sie mir das erklären? Das ist doch sonnenklar. Die Rente des Ehepaares Grifo betrug zusammen 1600 Euro. Senor Grifo hob seine Rente in Höhe von ca. 900 Euro jeden Monat ab. Die seine Frau blieb stehen. Aber da sind doch 50.000 Euro drauf. Auch wenn man davon ausgeht, dass die beiden sparsam gelebt haben, stimmt die Rechnung nicht. Seit 2 Jahren zahlt Signor Grifo jeden Monat zusätzlich 1.000 Euro ein. Da kommt man dann schon hin. Und wo hatte er diese 1.000 Euro im Monat her? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Das Sparbuch ließ Montalbano keine Ruhe. Und er suchte Signor Grifo in der Via Cavour auf. Auf dem Tisch im Esszimmer lagen ein Haufen Papiere. Sie haben recht, Kommissario. Das Sparbuch ist nicht da. Wissen Sie, wie hoch die Summe war, die Ihre Eltern auf dem Sparbuch hatten? Ein paar Euro, nicht wahr? Wir haben das Konto überprüft. Es sind etwa 50.000 Euro. Was? Ihr Vater hat jeden Monat 1.000 Euro auf das Sparbuch eingezahlt. Haben Sie eine Ahnung, wer ihm dieses Geld gegeben hat? Nicht im Entferntesten. Sie haben nie etwas von Extraeinkünften erzählt.
Ich kann mir das nicht erklären. Wenn Ihnen eine mögliche Erklärung einfällt. Jetzt erinnere ich mich an etwas. Letztes Jahr, mein Vater war gerade nicht im Zimmer, da sagte meine Mutter zu mir leise, wenn wir mal nicht mehr sind, wirst du eine schöne Überraschung erleben. Mhm. Aber Mama hat manchmal ein bisschen gesponnen, wissen Sie. Dann wurde es Zeit für den Showdown mit Yapikinu Sinagra. Montalbano fuhr zu der verabredeten Stelle. Padre Crucilla hockte schon mit Augello, Fazio und Gallo hinter dem dicken Büschel Mohrenhirse und schüttelte besorgt den Kopf. Und? Wie sieht es aus? Das mit der offenen Tür und dem offenen Fenster kommt mir komisch vor, Kommissario Montalbano. Wenn ich ihn sonst hier besucht habe, war immer alles geschlossen und man musste klopfen. Seien Sie um Himmels Willen vorsichtig. Ich kann nicht beschwören, dass Yapikinu sich bereitwillig verhaften lässt. Ich gehe jetzt los und ihr gebt mir Deckung. Okay, natürlich. Wieso hat er kein Licht? Vielleicht erwartet er uns. Noch war es nicht dunkel. Es herrschte das graue Licht, das der Dunkelheit vorausgeht, und die Silhouetten waren deutlich zu sehen. Yapikinu, hier ist Kommissario Montalbano. Ich bin unbewaffnet. Yapikinu, ich komme jetzt rein. Dann können wir in Ruhe reden. Niemand antwortete. Niemand rührte sich. Montalbano hob die Hände und betrat das Haus. Da bemerkte er ihn, den Geruch, den er schon so oft gerochen hatte. Noch bevor er das Licht anknipste, wusste er, was er sehen würde. Yapikinu lag mitten im Zimmer auf etwas, das aussah wie eine rote Decke. Aber sein Blut war die Kehle durchgeschnitten. Sie mussten ihn hinterrücks gepackt haben, während er seinem Mörder den Rücken zugewandt hatte. Salvo! Salvo, was ist denn los? Fazio, Gallo, Mimi, kommt her. Madonna. Es sind keine 2 Stunden vergangen, dass sie ihn ermordet haben. Oh. Was machen wir denn jetzt? Ihr drei setzt euch in euer Auto und verschwindet. Ich komme da mit meinem nach. Ich unterhalte mich noch ein bisschen mit dem Padre. Aber wieso? Hör zu, wir sind nie in diesem Haus gewesen. Den toten Yapikinu haben wir nie gesehen. Schließlich sind wir unerlaubterweise hier. Das ist außerhalb unseres Gebietes. Das könnte Scherereien geben. Aber... Kein Aber, verdammt. Gut, gut. Wir sehen uns im Büro. In Ordnung. Montalbano schaute sich in der Hütte um. Im Schlafzimmer stand ein kleiner Altar mit 3 kleinen Figuren. Die Jungfrau Maria, ein Herz Jesu und San Calogero. Jede Figur hatte ein brennendes Öllämpchen vor sich. Yapikinu war tatsächlich ein frommer Junge. Padre Crucilla? Wir müssen miteinander reden. Wie soll ich das Don Balduccio nur beibringen? Das wird nicht nötig sein. Warum nicht? Weil man es ihm längst mitgeteilt hat. Wer denn? Der Mörder natürlich. Um Himmels Willen, was sagen Sie? Padre, Sie wollen nicht wahrhaben, dass dieser schlaue Fuchs Balduccio Sinagra uns beide verarscht hat. Ich nehme an, Yapikinu hatte einen Leibwächter, den ihm sein Großvater zugeteilt hatte. Ja, Lolo Spadaro. Yapikinu mochte ihn nicht. Aber er fühlte sich sicher mit ihm. Zu sicher, vermute ich. Aber warum sollte Don Balduccio uns dieses Theater vorgespielt haben? Er wollte uns als Zeugen. Was hätte ich denn aus Ihrer Sicht nach der Entdeckung des Mordes tun sollen? Was weiß ich. Die Spurensicherung benachrichtigen, den Staatsanwalt. Und dann hätte er die Rolle des Verzweifelten spielen und hinausposaunen können, dass es die neue Mafia war, die seinen geliebten Enkel umgebracht hat. Dass er ihn lieber hinter Gittern sah und ihn überreden konnte, sich mir zu stellen. Aber Kommissar... Und Sie waren dabei, Prade. Er hat uns verarscht. Aber sagen Sie ihm eines. Er soll seinen Enkel heimlich beerdigen lassen, keinen Wirbel darum machen. Aber wie sind Sie zu dem Schluss gekommen? Yapikinu war ein gehetztes Tier. Er war vor allem und jedem auf der Hut. Glauben Sie, er hätte einem, den er nicht gut kannte, den Rücken zugewandt? Nein. Und noch was. Lolo, sollte er sich ebenfalls widerstandslos festnehmen lassen? Ja. Und wo ist er? Ich gehe jetzt. Soll ich Sie zu Ihrem Wagen begleiten? Nein, danke. Ich würde gern noch eine Weile bleiben und beten. Ich hatte ihn gern.
Auf der Rückfahrt nach Vigata war sich Montalbano sicher, dass der Padre die richtigen Schritte einleiten würde. Iapichinus Leiche würde nicht irgendwo in einer steinigen, öden Schlucht landen. Nein, der Großvater wusste, wie fromm sein Enkelkind gewesen war. Er würde ihn anonym in geweihter Erde bestatten lassen, im Sarg eines anderen. Du wusstest von vornherein Bescheid, Salvo. Das ist unfair. Nein, ich ahnte nur, dass da was faul sein könnte. Aber ich habe den richtigen Gegenzug gemacht. Gegenzug? Welchen? Den Fund der Leiche nicht offiziell zu bestätigen. Wir sollten ihn finden und Don Balduccio damit zugleich ein Alibi verschaffen. Denn ich hätte dem Staatsanwalt erklären müssen, dass es Balduccios Absicht gewesen war, ihn gesund und munter von uns verhaften zu lassen. Aber warum hat er seinen Enkel umbringen lassen? Das ist im Augenblick noch nicht zu verstehen. Aber früher oder später wird das rauskommen. Für uns alle ist damit die Sache abgeschlossen. Unsere Technik hat die Autonummer entschlüsselt. Hier, BA927GG. Das ist sie. Das ist Nene San Filippos Nummer von seinem Punto. Bingo. Du wusstest es schon, Salvo? Ich habe es geahnt. Das heißt, dass es zwischen dem Mord an den Griffos und dem Mord an San Filippo einen Zusammenhang gibt. Es gibt eine Verbindung, aber weiter sind wir noch nicht. Du weißt ja, Beba hat gesagt, dass es Alfonso Griffo war, der den Busfahrer um diesen extra Halt gebeten hat. Das bedeutet, sie hatten das vorher abgesprochen. Ja. Aber wir können daraus weder schließen, dass San Filippo die Griffos umgebracht hat, noch dass er infolge des Mordes an den Griffos erschossen wurde. Die Hypothese Seitensprung gilt noch. Wann triffst du Ingrid? Morgen Abend. Du versuchst bitte Informationen über Dr. Eugenio Ignacio Ingro zu sammeln, der die Transplantation macht. Ja. Ich will nicht wissen, was die Zeitungen schreiben, sondern das andere. Und bitte sei diskret. Du hältst mich wohl für saublöd. Kommissario Montalbano hielt es nicht für nötig, darauf zu antworten. Stattdessen machte er Feierabend und fuhr nach Hause. Er freute sich auf eine leckere Abendspeise. Kaum hatte er den Kühlschrank geöffnet, sah er sie. Die Caponatina. Süß-sauer gebratene Auberginen mit Stangensellerie und Kapern. Kalt serviert. Seit Monaten hatte Adelina ihm keine mehr gekocht. Er füllte sich einen Teller mit dieser duftenden Köstlichkeit, nahm ein Glas Wein und wollte sich gerade auf seine Terrasse setzen, als das Telefon klingelte. Pronto. Kommissario Montalbano, hier ist Avocato Gutadauro. Sie wünschen Avocato? Bitte entschuldigen Sie, dass ich gezwungen bin, Sie so spät noch anzurufen. Gezwungen? Von wem denn? Von den Umständen. Mein Mandant und Freund macht sich Sorgen. Ach ja? Warum denn? Nun ja, er hat seit gestern keine Nachricht von seinem Enkel. Wie konnte er überhaupt Nachricht haben, wenn sein Enkel flüchtig war? Nun ja, Sie wissen doch, wie das ist. Gemeinsame Freunde, Leute, die vorbeikommen. Ich verstehe. Und was habe ich damit zu tun? Nichts. Sie haben absolut nichts damit zu tun. Botschaft empfangen. Balduccio Sinagra ließ ihn wissen, dass er den Rat, den ihm Kommissario Montalbano über Padre Crucilla geschickt hatte, annahm. Am nächsten Morgen, er war schon auf dem Weg ins Kommissariat, glaubte Montalbano unbedingt noch einmal Signor Griffo sehen zu müssen, der in der Wohnung seiner Eltern mit Sicherheit alles penibel nach dem Sparbuch durchsucht haben würde. Das Sparbuch ist nicht da. Nichts Schriftliches ist da. Nichts, was diese 1000 Euro monatlich für Papa erklären würde. Nichts. Sie müssen mir helfen, Signor Griffo, mich zu erinnern. Sie sagten, Ihre Eltern hätten keine nahen Verwandten. Stimmt das? Ja, was meinen Vater angeht. Aber meine Mutter hatte einen Bruder und eine Schwester. Mit der Schwester, Giuliana, hatte sie aber nicht viel zu tun. Sie war ledig, wollte nie heiraten. Erst als sie im Sterben lag, sind Mama und Papa zu ihr gefahren. Sie lebte in Trapani. Wissen Sie, warum das Verhältnis zu der Schwester, zu Giuliana, so unterkühlt war? Als mein Großvater und meine Großmutter starben, hinterließen sie von dem wenigen, was sie besaßen, fast alles dieser Tochter. Wissen Sie, Tante Giuliana hat die Großeltern gepflegt bis zum Tod. Danach hat sie sofort alles verkauft
und hat sich nach Tragani versetzen lassen. Und wann ist Ihre Tante gestorben? Das muss so vor 2 Jahren gewesen sein. Wissen Sie, wo sie in Trapani wohnt? Nein. Hier in der Wohnung habe ich nichts über Tante Giuliana gefunden. Ich weiß aber, dass die Wohnung in Trapani ihr gehörte. Sie hatte sie gekauft. Ein letztes noch. Ich brauche den Mädchennamen ihrer Mutter. Di Stefano. Warum erhielt Signor Griffo Senior 1000 Euro im Monat? Weil er als Strohmann fungierte. Aber ein Strohmann bekommt normalerweise die ganze Summe auf einmal oder wird am Gewinn beteiligt, aber sicher nicht in monatlichen Raten bezahlt. Die Regelmäßigkeit der Einzahlungen war ein Hinweis. Aber auch eine zeitliche Übereinstimmung, die ihn sehr beschäftigte. Aus diesem Grund fuhr Kommissario Montalbano nach Trapani, besorgte sich die alte Adresse von Giuliana Di Stefano und suchte das Haus auf. Hey, wir haben es aber eilig. Wer ist denn da? Mein Name ist Montalbano. Und was wollen Sie? Ich möchte Sie etwas über Signorina Di Stefano fragen. Fragen Sie? Hier an der Sprechanlage? Also gut, ich mache jetzt auf. Aber halten Sie Ihren Ausweis bereit. Kommen Sie doch herein und setzen Sie sich. Ich heiße Assunta Beheri. Und aus dem Ausweis geht hervor, dass Sie von der Polizei sind. Exakt. Das freut mich aber. Die Diebe und die Mörder machen, was ihnen passt. Und die Polizei geht unter dem Vorwand, für Ordnung sorgen zu müssen, auf den Fußballplatz und schaut sich die Spiele an. Signora. Signorina. Signorina, ich muss mit Ihnen über Signorina Di Stefano sprechen. War das Ihre Wohnung hier? Ja. Haben Sie die Wohnung von der Verstorbenen gekauft? Ich habe gar nichts gekauft. Die Verstorbene, wie Sie sie nennen, hat sie mir vermacht mit einem richtigen Testament. 32 Jahre habe ich mit ihr zusammengelebt. Hat sie sonst noch etwas hinterlassen? Sie sind ja gar nicht von der Polizei, sondern vom Finanzamt. Also, sie hat mir noch eine Wohnung hinterlassen. Aber die ist winzig. Ich habe sie vermietet. Und hat sie anderen auch etwas hinterlassen? Verwandten? Ihrer Schwester hat sie eine Kleinigkeit hinterlassen. Wissen Sie, was diese Kleinigkeit ist? Selbstverständlich weiß ich das. Ihrer Schwester hat sie einen Stall und ein kleines Stück Land vermacht. Irgendwo, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Wissen Sie, wo genau der Stall liegt? Es steht im Testament. Il Moro ist der Name. Irgendwo beim Monte Serrato. Aber warum interessieren Sie sich für den Stall? Sie sind schon der Zweite, der sich nach dem Stall erkundigt. Der Zweite? Die Griffos waren noch da. Da rief ein Mann an und fragte danach. Signor Griffo hat dann mit ihm gesprochen. Wann war das? Am Tag nach der Beerdigung. Und? Weiter? Ich fragte, wer denn das war. Und Signor Griffo sagte, jemand aus Vigata, der im selben Haus wohnt. Sonst hat er nichts gesagt. Volltreffer. Montalbano rief in der Questura an und ließ sich von Fazio den Weg beschreiben und raste los. Richtung Monte Serrato, jener Hügelkette, die Montelusa von Vigata trennt. Es sei sehr steil nach Il Moro, hatte Fazio gesagt. Von wegen steil, der Weg war fast senkrecht. Auf halber Höhe schaute er auf die Landschaft, die sich je nach Betrachter schrecklich oder wunderschön darbot. Es gab keine Bäume. Es gab keine anderen Häuser, außer dem einen, von dem man 100 Meter weiter unten das Dach sah. Das winzige Häuschen war von hohem Gras zugewuchert, abgesehen von dem Dach, das offenbar vor kurzem erneuert worden war. Mit Befremden sah Montalbano auch die Strom- und Telefonleitungen, die an einem fernen, nicht sichtbaren Ort begannen und in dem ehemaligen Stall endeten.
Montalbano versuchte, die Tür aufzubrechen, warf sich mit Anlauf auf sie, trat vor Wut mit dem Fuß dagegen und fiel schließlich mit seinem ganzen Körper in den Raum. Der ehemalige Stall, verputzt und geweißelt, war vollkommen leer. Kein Möbel, kein Stück Papier, einfach nichts, als wäre er nie benutzt worden. Unten an den Wänden zahlreiche Elektro- und Telefonsteckdosen. Der Kommissario stand da, starrte diese Leere an und begriff gar nichts. Seine Schulter schmerzte, fühlte sich an wie ein aufgeblähter Fußball. Sein Fuß, mit dem er voller Wut gegen die Tür getreten hatte, war geschwollen. Er fuhr nach Hause und quälte sich aus seinem Wagen. Wer ist da? Der Schatten, den er wahrgenommen hatte, antwortete nicht. Der Kommissario ging zwei Schritte vor und erkannte Ingrid. Mein Gott, Salvo! Ingrid, ich erkläre es dir später. Salvo, was ist passiert? Du siehst ja furchtbar aus. Meine Schulter. Hast du was zum Einreiben im Haus? Nein. Gib mir den Autoschlüssel und leg dich ins Bett. Wo willst du hin? Irgendeine Apotheke wird ja wohl offen haben, oder? Als Ingrid weg war, wählte Montalbano Mimi Augellos Nummer. Niemand meldete sich. Dann rief er bei Beatrice an, die Mimi so nett Beba nannte. Sie pronto? Montalbano hier. Verzeihen Sie, dass ich so spät... Wollen Sie mit Mimi sprechen, Kommissario? Ja. Er kommt sofort. Mimi? Ja? Habe ich dich gestört? Aber ich bitte dich. Was kann ich für dich tun? Morgen früh um 8 im Büro. Geht das? Ich habe etwas Wichtiges entdeckt. Was? Die Verbindung zwischen den Griffos und San Filippo. Wo bist du? Ich bin bei mir. Aber Ingrid ist da. Ah. Quetsch sie unbedingt trotzdem aus. Auch wenn die Seitensprunghypothese vielleicht nicht mehr haltbar ist. Hör zu. Sag niemandem, wo ich bin. Ja. Ich ziehe jetzt das Telefon raus. Ich verstehe. Nachdem Ingrid zurück war, verarztete sie ihn nach allen Regeln der Kunst. Dann schlief er zwei Stunden, in denen Ingrid den Tisch gedeckt und eine Flasche Wein entkorkt hatte. Während sie aßen, sah der Kommissario Ingrid an. Sie wurde immer schöner. Rechts und links der Lippen hatte sie jetzt eine kleine Falte, die sie reifer und wissender aussehen ließ. Was für eine ungewöhnliche Frau. Was wolltest du von mir? Was meinst du? Salvo. Du hast mich angerufen und gesagt, dass es was Ernstes gibt. Die Videokassette. Er hatte sie vergessen. Nach dem Essen zeigte er ihr die Kassette. Als die Geliebte von Nene San Filippo auf dem Bildschirm erschien, sprang Ingrid auf. Das ist ja Vanya. Woher hast du die Kassette? Mein Vice hat sie in der Wohnung von Nene San Filippo gefunden. Und wer ist das? Weißt du das nicht? Das ist der 20-Jährige, der vor ein paar Tagen erschossen wurde. Er war Vanyas Liebhaber. Wie bitte? Dieser Junge? Kennst du ihren Mann? Ja, Professor Ingro, der Transplantationschirurg. Was weißt du von ihm? Er ist etwa 20 Jahre älter als sie. Am Anfang war es die große Liebe. Aber die ging vorbei, auch von ihm aus. Aber sie war treu, trotz allem. Was meinst du damit? Sie haben nicht mehr miteinander geschlafen. Und Vanya ist jung. Ich verstehe. Ich muss mit ihr reden. Es geht nicht mehr. Sie ist seit 14 Tagen weg in einem kleinen Dorf bei Bukarest. Ihr Vater ist plötzlich krank geworden. Kennst du Professore Ingro? Ein unzugänglicher Typ. Er muss eine außergewöhnliche Gemäldesammlung haben. Vanya sagt, dass es eine Art Krankheit ist, das mit den Bildern. Er hat unglaublich viel Geld dafür ausgegeben. Könnte er Vanyas Liebhaber aus Eifersucht umgebracht haben? Wo denkst du hin? Er scherte sich überhaupt nicht mehr um sie. Aber wäre es nicht möglich, dass Vanyas Abreise von ihrem Mann gewollt war, um sie von ihrem Geliebten fernzuhalten? Das ja, das könnte sein. Aber nur um Gerüchte oder peinliches Gerede zu vermeiden.
Er ist nicht der Typ, der zu mir fähig wäre. Ich bin müde, Salvo. Komm, gehen wir schlafen. Und dein Mann? Mach dir da mal keine Gedanken. Trotz rasender Schmerzen in seiner Schulter fuhr Montalbano am nächsten Morgen mit Mimi Augello noch einmal zum Stall. Auf der Fahrt informierte er ihn über seine Erkenntnisse, über die Verbindung zwischen den Griffos und Nene San Filippo, über die 1.000 Euro, die die Griffos jeden Monat als Miete für den Stall einnahmen und den sie auf ihrem Sparbuch bunkerten. Siehst du diese ganzen Steckdosen? Mhm. Er lässt sich hier Licht und Telefon installieren, aber kein Klo. Zum Pinkeln musst du rausgehen. Das hier war sein Büro, in dem er arbeitete. Im Auftrag Dritter. Und wer waren diese Dritten? Was weiß ich. Drogenhändler, Pädophile, zwielichtige Gestalten, die sich des Internets bedienen. Von hier aus konnte San Filippo mit der ganzen Welt in Verbindung treten. Er surfte, kontaktierte, kommunizierte und berichtete seinen Auftraggebern. Und dann ist etwas passiert. Etwas Einschneidendes. Und sie mussten weg von hier. Und San Filippo überredete die Griffos zu dem Ausflug nach Tindari. Aber warum war es notwendig, die Griffos wegzuschicken? Jemand musste in die Wohnung, um alles verschwinden zu lassen, mit dem eine Verbindung der Griffos mit Nene San Filippo und damit zu seinen Hintermännern herzustellen wäre. Testament, Sparbuch etc. Denn dass auch Nene beseitigt werden sollte, wussten alle außer ihm schon vorher. Außerdem sollten wir keinen Zusammenhang herstellen zwischen dem Mord an Nene und den Griffos. Ja, und das ist ihnen ja auch gelungen. Wie lange haben wir gebraucht, um das zu kapieren? Tja. Komm, fahren wir zurück. Damit war der gestrige Tag umsonst. Warum? Professore Ingro, nee, das hat sich erledigt. Na komm, erzähl trotzdem. Er ist wirklich weltberühmt. Die Villa am Meer ist riesig, mit Hubschrauberlandeplatz. Also sehr exklusiv und abgeschottet. Er operiert praktisch, wo er will. Wo ist er jetzt? Dieser Freund von mir, der ihn kennt, sagt, er mache eine schlimme Zeit durch und habe sich in sein Haus zurückgezogen. Das war vor 2 Jahren auch schon mal. Und mein Freund sagt, Ingro habe sich hoch verschuldet, um ein Bild zu kaufen. Er hatte das Geld nicht und hat ein paar ungedeckte Schecks unterschrieben. Man drohte ihm mit Anzeige, doch dann hatte er das Geld irgendwie aufgetrieben. Sag mal, Mimi, hast du eigentlich inzwischen San Filippos Roman gelesen? Ich hatte keine Zeit bisher. Ich habe ihn nur überflogen. Aber eines ist merkwürdig. Manche Seiten sind gut, andere sind schlecht geschrieben. Bringst du ihn mir heute Nachmittag? Zu Hause erwartete ihn schon Ingrid. Sie legte ihm einen neuen Verband an und dann setzten sie sich gemeinsam auf die Veranda. Ich habe mit Vanya gesprochen. Was heißt das, gesprochen? Ich habe sie angerufen. Mir fiel ein, dass ich eine Postkarte habe, auf der ihre Handynummer steht. Ja, erzähl. Sie war irgendwie erschrocken, als sie meine Stimme hörte. Später sagte sie, sie werde vermutlich lange fortbleiben. Und dann fing sie an zu weinen. Hat sie dir erklärt, warum sie überhaupt weggefahren ist? Ja. Ihr Mann hat sie mit ihrem Liebhaber im Bett überrascht. Vanya sagt, ihr Mann und dieser Nene hätten sich lange angesehen. Und dann hat er zu ihm gesagt, komm rüber ins Wohnzimmer. Sie hatte das Gefühl, dass die beiden sich kannten, und zwar gut. Nene und der Professore kannten sich also. Ja, anscheinend. Und dann kamen die beiden zurück und Nene hat sie überhaupt nicht mehr angeguckt. Er hat nur noch gemurmelt, ihre Beziehung sei ein großer Fehler gewesen und die Schuld läge bei ihm. Und sie dürften sich nie wiedersehen. Als Nene weg war, hat der Professore zu ihr gesagt, sie müsse unbedingt weg, am besten zurück nach Bukarest. Sie sagte, dass er nicht gekränkt war, sondern eher besorgt. Gestern hat Ingro Vanya in Bukarest angerufen und ihr geraten, so lange wie möglich fortzubleiben. Aber er wollte nicht sagen, warum. Und das ist alles. Er war also nicht gekränkt, sondern eher besorgt. Findest du so ein Verhalten bei einem Mann, der seine Frau in seinem Haus mit einem anderen im Bett erwischt, normal? Du hast doch selber gesagt, dass sie sich nicht mehr lieben. Seit wann seid ihr Sizilianer denn schwedischer als die Schweden? Montalbano hatte nun nichts eiliger, als ins Büro zu kommen. Er stürmte ohne Umweg in Mimi Augellos Büro.
Mimi? Salvo, ich schreibe gerade den Bericht über den Stall. Scheiß drauf. Was ist los? Hast du den Roman dabei? Den von San Filippo? Ja, da, auf dem Tisch. Ich nehme ihn mit. Ich fahre jetzt nach Hause und ruf mich nicht an. Gegen Mitternacht komme ich wieder ins Kommissariat und ich will euch alle hier haben. Auf den ersten Blick war Montalbano klar, dass Nene San Filippo, um zu verbergen, was er wirklich schreiben wollte, sich derselben Methode wie bei der Aufnahme der nackten Vanya bediente. Hier waren die ersten Seiten aus einem berühmten Roman abgeschrieben, »Ich, der Robot« von Asimov. Dann folgten die Aufzeichnungen von Nene. Immer öfter griff Montalbano jetzt zum Whiskyglas. Je mehr er von Nenés Aufzeichnungen las, desto übler wurde ihm. Ihn packte schließlich ein stechender Brechreiz und er konnte gerade noch an sich halten, rannte zur Toilette, kniete sich vor die Kloschüssel und begann zu kotzen. Ohne Ende, stöhnend vor Schmerzen. Dann steckte er den Kopf unter den laufenden Wasserhahn. Ich glaube, ich werde langsam zu alt für diesen Beruf. Er rief Mimi Augello an und sagte ihre Verabredung um Mitternacht ab. Stattdessen ordnete Montalbano an, dass Mimi die Villa von Dottore Ingo beobachten solle. Pronto? Hier ist Sinagra. Sinagra? Was wollen Sie? Ach, ich wollte Ihnen sagen, dass es mir schlecht geht. Sehr schlecht. Weil Sie keine Nachricht haben von Ihrem geliebten Enkelsohn Iapichino? Ich bin überzeugt, dass es meinem Enkelsohn, wo immer er auch ist, besser geht als mir. Meine Nieren funktionieren nicht mehr. Ich brauche eine Transplantation, sonst sterbe ich. Wissen Sie eigentlich, wie viele Kranke so eine Operation brauchen? Wir sind mehr als 10.000, Kommissario. Ja, wenn man wartet, bis man dran ist, dann hat man viel Zeit zum Sterben. Und dann muss man ja auch sicher sein, dass der, der einen operiert, zuverlässig ist und gut. Wie Professor Ingro? Hut ab, Kommissario. Also wirklich, Hut ab. Professor Ingro ist sicher die richtige Person, aber ich habe gehört, dass er die Klinik schließen musste, die er hier in Montelusa hatte. Anscheinend geht es ihm gesundheitlich auch nicht so gut, dem Ärmsten. Was sagen die Ärzte? Ist es was Schlimmes? Noch wissen sie es nicht. Sie wollen sicher sein, bevor sie die Behandlung beginnen. Ach, mein teurer Kommissario, wir sind alle in der Hand unseres Herrgotts. Montalbano setzte sich ins Auto und raste los. Vor Professore in Groß Villa stand Mimi Augello. Du sagst mir jetzt sofort, warum du so auf den Professore fixiert bist. Weil er noch in der Vorhölle festgehalten wird. Man hat bisher nicht entschieden, ob man ihn weiterarbeiten lässt oder wie die Griffos und Nene San Filippo umbringt. Woher weißt du, dass der Professore mit deren Tod zu tun hat? Ingrid hat Vanya angerufen, die große Angst hat. Weil es manches gibt, was sie nicht versteht. Zum Beispiel, warum Nene den Professore sehr gut kannte, ihr aber nie etwas davon gesagt hat. Warum ihr Mann, als er sie zusammen mit ihrem Liebhaber im Bett erwischte, weder wütend noch traurig war. Er war besorgt, das schon. Und dann hat Balduccio Sinagra es mir heute bestätigt. Was hat denn Sinagra damit zu schaffen? Und warum wollte er ihn denunzieren? Er hat ihn nicht denunziert. Er hat mir gesagt, dass er neue Nieren braucht und mir beigepflichtet, als ich Professore ihn großen Namen nannte. Er hat auch erzählt, dass es dem Professore gesundheitlich nicht gut geht. Ist er krank? Wie man es nimmt. Du musst davon ausgehen, dass die Organisatoren der ganzen Sache eine schreckliche Verantwortung tragen. Natürlich für den Tod. Nicht nur für den Tod. Das Leben? Natürlich. Für das Leben derjenigen, die sich haben operieren lassen. Sie haben einen ungeheuren Preis einkalkuliert. Und ich spreche nicht von Geld. Sie haben den Tod eines anderen Menschen billigend in Kauf genommen. Du meinst, die haben Menschen getötet, um an deren Organe zu kommen? Ja. Und die Organempfänger sind erledigt, wenn die Sache rauskommt. Wo auch immer sich diese befinden, an der Spitze einer Regierung, eines Wirtschaftsunternehmens, eines Bankriesen.
Sie würden das Gesicht verlieren. Hast du eine Theorie? Ich glaube, es ist so gelaufen. Eines Tages kommt jemand dahinter, dass San Filippo und Vanya, die Ehefrau von Professore Ingro, ein Verhältnis haben. Von diesem Zeitpunkt an ist Vanya ein Risiko für die ganze Organisation. Sie stellt das mögliche Verbindungsglied zwischen dem Chirurgen und der Mafia-Organisation dar. Nee, San Filippo hat in dem Stall also über Internet die Opfer und die Organempfänger koordiniert. Ich denke so, ja. Dann stellte sich für die Organisation die Frage, was tun? Vanya umbringen? Nein. Der Professore befände sich im Zentrum von Ermittlungen, stünde in Skandalchroniken aller Zeitungen. Das Beste ist, die Zentrale in Vigata auszuschalten. Nene San Filippo. Aber vorher klären Sie den Professore über den Ehebruch seiner Frau auf. Er muss aus Vanyas Reaktion ersehen, ob die Frau irgendetwas weiß. Vanya weiß jedoch nichts. Sie wird in ihre Heimat zurückgeschickt. Die Organisation tilgt sämtliche Spuren, die zu ihr führen. Die Griffos, San Filippo. Und warum bringen Sie nicht auch den Professor um? Sie warten ab, wie sich die Dinge entwickeln. So. Und jetzt gehen wir rein und holen uns den Professor und bringen ihn nach Vigata. Augello und Montalbano nahmen einen vor Angst schlotternden Professor Ingro fest, der sie angefleht hatte, ihn nur ja nicht allein zu lassen. Er werde alles gestehen, alles sagen. Retten Sie mich, hatte er ausgerufen. Montalbano fuhr auf der Rückfahrt nach Vigata bei seinem Freund Niccolò Zito vom Fernsehsender Rete Libera vorbei. Auf einer Stufe vor seinem Haus sitzend, berichtete Montalbano ihm alles. Manchmal brauchte er eine Pause. Der Bericht nahm ihm den Atem, schnürte ihm die Kehle zu. Und was soll ich jetzt deiner Meinung nach tun, Salvo? Noch heute Morgen bringst du eine Extraausgabe. Du sprichst in Andeutungen. Du sagst, Professore Ingro hätte sich gestellt, weil er anscheinend in einen schmutzigen Organhandel verstrickt ist. Du musst die Meldung aufbauschen. Sie muss in die nationalen Sender kommen. In die nationalen Sender? Was befürchtest du? Dass alles unter den Teppich gekehrt wird. Ingro hat zu wichtige Freunde. Und noch eine Bitte. Bring in den Nachrichten um eins noch eine Geschichte. Sag auch nur andeutungsweise, dass der flüchtige Jacopo Sinagra, genannt Japicino, ermordet worden sein soll. Er war anscheinend einer der Köpfe der Organisation, auf deren Anweisung hin der Professore seine Transplantationen vornahm. Stimmt denn das? Ich glaube ja. Und ich bin fast sicher, dass sein Großvater Balduccio Sinagra ihn aus diesem Grund hat töten lassen. Aber nicht aus moralischen Skrupeln, wohlgemerkt, sondern weil sein Enkel mit dieser neuen Mafia-Organisation ihn jederzeit hätte ausschalten können. Am nächsten Morgen kam Montalbano spät ins Büro. Augello berichtete ihm von dem Aufruhr, den die Verhaftung Ingros im Kommissariat ausgelöst hatte. Alle wären angerannt gekommen, der Questore, der Staatsanwalt und der Professore habe wortreich gestanden. Also Salvo, ich komme morgen nicht, okay? Wieso? Wo bist du denn? In Tindari. Aha. Beba muss wegen ihrer Arbeit hin und da wollte ich sie begleiten. Gut möglich, dachte Montalbano, dass sich Mimi Augello auf dieser Reise einen Satz Kochtöpfe zulegte. Was sind Rakele dabei? Ach, hör doch auf mit Rakele. Das Spiel des Patriarchen. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andrea Camilleri. Aus dem Italienischen von Christiane von Bechtolzheim. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Es sprachen Kommissario Salvo Montalbano, Gerd Warmeling. Erzähler Horst Mendroch. Augello Max Volkert Martens. Fazio Andreas Pietschmann. Ingrid Beate Jensen. Sowie in weiteren Rollen Klaus Barner, Gottfried Breitfuß, Christine Davis, Matthias Hase, Achim Hall, Frank Stöckle, Christa Strobel, Bertolt Tötzke, Irina Wanka und Charles Wirz. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Henrik Albrecht. Regie Leonhard Koppelmann.
Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Matthias Spranger.